Punkten nach unserer doch eher enttäuschenden Leistung gegen Mainz kommt jetzt Hertha BSC. Wieder eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt ein Fußballfest im Borussia Park vermuten lässt. Also ich kann es ganz kurz machen. Wenn man da nicht gewinnt, dann kann man sich auch die allerletzten Ambitionen irgendwie noch mal oben rein zu schnuppern, abschminken. Ich glaube, das ist sowieso Konsens. Ja, aber Berlin ist auch so eine Mannschaft, die jetzt nicht gerade den überragendsten Fußball umher spielt, selber ihre Probleme haben und eigentlich eine Mannschaft ist, die man jetzt zu Hause schlagen muss. Und deswegen sage ich nicht nur von den Punkten her, sondern auch von dem Signal, was es aussendet, ist das Spiel dann die letzte Chance, um vielleicht nochmal die Resthoffnung aufleben zu lassen. Weil ansonsten ist der Zug punktemäßig abgefahren und auch, glaube ich, dann ist die Geduld auch vom Umfeld überreizt, dass da keiner mehr Lust drauf hat. Wir müssen die Woche darauf nach München, das wird uns dann ja auch dankenswerterweise öffentlich über Sky Sport News HD übertragen, also da kriegen wir wahrscheinlich dann ordentlich auf den Deckel. Also Hertha ist hier inzwischen. Wir sind dann voll und feiern die Meisterschaft. Vorher schon. Das wäre die Hoffnung, ja. Ja gut, aber bleiben wir bei Hertha. Mannschaft für mich jenseits von Gut und Böse, was die Tabelle angeht. Aber natürlich bekannt für die Kompaktheit. Das heißt, es wird wieder zäh werden aus meiner Sicht. Es wird wieder darauf ankommen, was in Mainz nicht gelungen ist, irgendwie die Räume zu finden, irgendwie den Funken im Spiel, spielerischen zu finden. Und das macht mich sehr skeptisch in der aktuellen Verfassung. Es kommt vielleicht noch mal der ein oder andere zurück. Vielleicht wird noch mal ein bisschen mehr Auswahl im Kader sein. Aber wir hatten schon gegen Mainz eine gute Mannschaft auf dem Platz. Und die hat es eigentlich nicht so wie gewünscht gebracht. Kann ich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, dass der Drops internationales Geschäft ist durch. Schon jetzt? Ja, bin ich der festen Überzeugung, weil die Auftritte einfach blutleer waren. Dann auch leider jetzt, zumindest gestern, Hoffenheim, was war anderes. Aber ich glaube nicht, dass da noch die große Wende kommt. Ich glaube, die Saison ist insgesamt für uns durch. Okay. Ja. Erwarte nicht mehr viel. Sehe ich eigentlich auch so. Nur ich glaube, vielleicht kann man. Du musst aber doch jetzt mal, ja, ich gebe euch ja recht, so auf der Meta-Ebene. Aber du musst ja trotzdem ins Stadion, es werden wieder viele kommen, es ist mal wieder. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man im Stadion mitfiebert und das Spiel angeht wie jedes andere. Das hat ja nichts damit zu tun. Nur man begegnet dem Ganzen, glaube ich, mit einer Skepsis nach dem Motto, Leute. Wäre jetzt schon gut, wenn ihr jetzt mal anfangt. Ich gehe gerne hin, aber ich erwarte nicht allzu viel mehr, muss ich ehrlich sagen. Ist so. Ja. Jo. Ja, da kann ich jetzt wiederum auch nicht mehr zu sagen. ich glaube, jetzt irgendwelche Vermutungen anzustellen über unsere Startformation oder die Startformation von Hertha ist jetzt auch müßig, denke ich, an der Stelle. Lass uns einfach mal wieder überraschen und hoffen, dass da irgendwie noch nicht zu viel kaputtgeschlagen wird, einfach zwischen Umfeld und Mannschaft, weil das und genau so ist das es. Ist, glaube ich, das, was ich im Moment befürchte. Wenn jetzt wieder so ein Blutleerer aufkommt, dann wird es die Pfiffe geben und dann weiß ich nicht, wie die sportliche Leitung wieder auf die Pfiffe reagiert. Ja, deswegen sage ich, man muss jetzt schauen, dass man sich da vernünftig präsentiert und, wie gesagt, um auch zu gucken oder eher gesagt auch dem Umfeld zu zeigen, Leute, wir sind halt noch da, selbst wenn es am Ende nicht international wird, aber wir kämpfen um jeden Punkt. Weil das ist auch ein Signal, was ausgesendet werden muss, aus meiner Sicht. Auch wenn wir da jetzt ein bisschen unterkühlt, skeptisch sind, muss das. Weil sonst machen die ihren Job ja nicht. Ganz einfach. Eine Trauerveranstaltung heute hier wirklich. Angerichtet, dann haben wir es doch trotzdem angerichtet. Ja, gut. Ich meine, es ist halt sportlich im Moment, wie es ist. Und ich würde sagen, an der Stelle sind wir auch für heute nach einer ausgiebigen Unterhaltung durch. Ich danke dir, Alex, fürs Dasein, Michael, wie immer. Ich denke, wir haben ein paar ganz interessante Sachen besprochen. Es ist bei Borussia gerade eine etwas wackelige Situation. Und was den deutschen Fußball allgemein angeht, hat diese Saison sicherlich auch mehr Fragen als Antworten gegeben. Die WM wird da sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen. Wie präsentiert sich die Nationalmannschaft wiederum? Wenn das schief geht, ich glaube, dann wird hier wieder, wie damals nach der Euro 2000, wieder die große Alarmglocke wahrscheinlich geschlagen. Dann gibt es wieder ein Team 2006 oder 2024. Hat nicht Stindl da auch sein Debüt gegeben im Team 2006? Keine Ahnung.